Hallo und herzlich willkommen zurück bei Red Dead Online. Wir spielen wieder eine entspannte Runde Red Dead Redemption 2 im Online-Modus und wir befinden uns immer noch am Sheriffs Büro von Amadillo. Und wir hatten ja am Ende der letzten Folge einen Brief erhalten, denn wir hatten offensichtlich mit den Kopfgeldjäger-XPs, die wir gemacht haben, eine weitere Stufe sozusagen genommen oder erreicht. Schauen wir mal ganz kurz in die Tasche. Da ist auch schon der Brief zu Kopfgeldjäger-Gelegenheiten. Ein Brief darüber, wie man instinktiv gesuchte Personen erkennt. Schauen wir uns den mal an und werden uns den auf jeden Fall mal im Detail anschauen und lesen. Brief eines Kopfgeldjägers. Sie sind schon so lange im Geschäft. Sie vergessen sicher niemals ein Gesicht, nicht wahr? Und glauben Sie mir, einige dieser Gesichter würde man lieber vergessen. Überall begegnen Sie üblen Halunken. Justitia ist gar nicht so blinkend, wenn es um Sie und mich geht. So ist das nun mal. Okay. Und den Brief hier lesen. Und wir haben jetzt wohl dadurch erlernt, Gesuchte leichter zu erkennen. So, dann legen wir den Brief mal wieder weg. Und würde auch sagen, wenn wir schon, jetzt diese Fähigkeit haben, dann würde ich sagen, wir sollten uns kurz mal aufmunitionieren, denke ich. Obwohl, sieht eigentlich noch ganz gut aus, aber ich sehe was. Unsere Waffen sollten auf jeden Fall etwas Pflege bekommen. Ich sehe gerade also hier die beiden Revolver sind unheimlich runter. Darum müssen wir uns erstmal kümmern, bevor wir irgendwas machen. Also wenn wir den hier mal wieder ein bisschen Pflege angedeihen lassen. Wir haben sie offensichtlich sehr stark beansprucht in letzter Zeit. Muss auch sein. Und dann sollten wir uns vielleicht noch, gut, dann machen wir es gleich richtig, dann werden wir uns gleich noch um die Munition kümmern. Werden wir also ganz kurz noch zur Bahnstation rüber, bevor wir weitermachen. Und da werden wir heute auf jeden Fall mit einer weiteren legendären Kopfgeldjäger-Mission weitermachen. Finde ich recht passend. Auch gerade, da wir diesen Brief erhalten haben. Und es sind auch zurzeit Bonus-XP-Wochenenden sozusagen. Eine Bonus-XP-Woche, in der man zweifache bzw. dreifache Kopfgeldjäger-XPs erhält. Also finde ich das eigentlich jetzt hier ganz angebracht, das mitzumachen und uns die nächste anzuschauen. Machen wir das immer so ein bisschen im Wechsel. Story-Mission, legendäres Kopfgeld. Und Blutgeldmission und ähnliches. So, das haben wir. Und ich glaube, die Schrotflinte sah noch ganz gut aus. Ich glaube, da müssen wir uns noch nicht drum kümmern. Wir schauen noch mal ganz kurz. Die halbautomatische, ja, die ist noch bei über 75%. Ich glaube, das sollte reichen. So, sehr schön. Gut, dann werden wir, wie gesagt, ganz kurz zur Bahnstation reiten. Mal ganz kurz Munition uns beschaffen. Beziehungsweise aus dem Postkasten holen. Lassen wir Beauty hier vorne stehen. So, steck mal am besten die Waffe weg, nicht, dass ihr noch was Falsches denkt. Wir wollen natürlich die Post nicht überfallen. Yeah. So. Also, wenn wir einfach alles abholen, liegt der Griff bereit. Im Postkasten sozusagen. Sehr schön. Haben wir das. Und dann werden wir wieder auf Beauty klettern und nach hinten zum Sheriffsbüro wieder runterreiten. Oh, ich glaube, das lohnt sich schon für die Strecke. Oh, hier. Gerade früh morgens in Amadillo. Oh. Guter Zeitpunkt, den Tag zu beginnen und die Mission anzugehen. Also werden wir jetzt einfach die nächste in der Liste der legendären gesuchten Personen uns mal anschauen gehen. So, also wieder ran an die Steckbrieftafel. Und dann haben wir hier, nachdem wir den Hirten und dem Bio Finlay gemacht haben, hier eine Camela, La Munessa Montes. Lesen wir mal den Steckbrief zu ihr. Belohnung. Für Ergreifung und Auslieferung, tot oder lebendig. Camila La Monerca Montes. Einziges bekanntes Foto. Blutsverwandt mit Mitgliedern der berüchtigten Del Lobo-Bande. Angeblich aktuell Anführerin dieser Bande. Verantwortlich für eine Serie blutiger Straßenüberfälle. Sie wird als hübsch und zart beschrieben. Sie ist extrem gefährlich. Die Del Lobos wurden zuletzt gesehen, wie sie in einem gepanzerten Kriegswagen nach N.A. nach Westen gezogen sind, also in New Austin. Schießt ohne Vorwarnung. Die Marshals raten zu äußerster Vorsicht. Okay, also ist sie auch in New Austin unterwegs, also finde ich es extrem passend auch, dass wir die Mission jetzt hier auch annehmen. Gut, also werden wir es auch annehmen. Oh, yes. Carmela Montes. Sweet
innocent little Carmella. Looks like butter wouldn't melt in her mouth, but make no mistake, this is one stone-cold killer. Vicious as all hell. And by the time you realize, you'll already be dead. Can't think of an outlaw who's dropped more bodies than Carmella the past 6 months, and she ain't lost a wink of sleep over it. Got a big bunch of Del Lobos running with her now. Moved them out of New Austin into West Elizabeth, sticking up coaches, robbing, and murdering. Last I heard, they're holed up at Hanging Dog Ranch in Big Valley. Just watch yourself. Ain't no way she'll come quietly. Okay, wir sind wohl doch nicht in New Austin unterwegs. Da hat sie wohl nur ihre Verbrechen begangen. Und wir sind jetzt in Big Valley. Das heißt, wir sind in West Elizabeth wieder. Hier in der Nähe eigentlich von Strawberry. Strawberry müsste so in die Richtung liegen. Und wir sollen jetzt zur Hanging Dog Ranch oder Hanging Dog Ranch nach Carmella suchen. Okay, dann werden wir uns mal die Karte anschauen. Die große. Ja, liegt direkt vor uns. In Ordnung. Gut. Und ich hoffe, wir werden mit dem Geschütz nichts zu tun bekommen, aber ich befürchte leider Schlimmes. Und naja, Geschütze sind jetzt nicht unbedingt meine Lieblinge. In Ordnung. So, wir haben wieder zwei Leben. Und dann werden wir mal schauen, dass wir die gute Dame eingefangen kriegen. Oder auf jeden Fall erledigt kriegen. Wie auch immer, mir ist es egal, ob tot oder lebendig. So, die Ranch müsste auch direkt hier vor uns liegen. Ich denke, wir kommen ja auch am besten aus, von rechts aus dem Wald. Da werden wir dann auf jeden Fall ein bisschen Deckung zumindest finden können. So, wir sind auch schon in der Nähe rein. Start zwischen den Bäumen ist sie zu erkennen. Wenn wir aus der anderen Richtung kommen würden, dann hätten wir da weniger Deckung. So, ich würde sagen, wir lassen Beauty hier stehen und begeben uns mal darüber. So, wir kontrollieren nochmal ganz kurz die Waffen, dass wir auch alles dabei haben. Wir haben auch eine verstärkte Lasso im Anschlag sozusagen. Und wir werden auf jeden Fall das Katano jetzt auch direkt in den Anschlag nehmen. So, da drüben ist auf jeden Fall das Gelände und da ist auch schon mal einer von denen zu sehen. Und ich würde sagen, wir fangen einfach an zu schießen. Was soll das? So, mal gucken, was die dann machen. Da drüben ist auch was zu erkennen. Wir wollten das jetzt versteckt. Die müssen wir uns erstmal finden. Das ist ihr Nachteil. Und wir sind hier drüben definitiv schlechter zu entdecken. Und wir räumen die einfach ab. So, einen nach dem anderen. Oh, der sollte ausgeschaltet sein. Wir schauen mal auf der rechten Seite vom Felsen lang. Ich denke mal, die gute Dame wird sich da wahrscheinlich im Haus irgendwo verstecken. So, doch ist weiter nichts zu sehen. Das war, glaube ich, ein ganz guter erster. Ja, erste Ausdünnung sozusagen. Da ist einer, der ruft noch weitere Leute ran. Das soll er mal schön lassen. Da ist noch einer zu erkennen. Na, hier haben wir auf jeden Fall Deckung. Auch wenn es vielleicht mit der Sicht selbst ein bisschen schlecht ist. Ich glaube, wir nehmen mal hier vorne den Baumstamm noch ein bisschen zur Hilfe. Da ist nur ein Pferd zu sehen, da schießt jemand, ist aber auch nur zu hören. Da hinten scheint einer zu sein. Mal sehen, ob wir den jetzt entdecken können. Leider nein. Okay, das ist von rechts geschossen. Wo sollen sie schießen? Da ist einer. Ah, schlecht zu sehen hier. Oh, und da ist eine weibliche Stimme zu hören. So, und jetzt sollen wir sie tot oder lebendig fangen. Das kriegen wir hin, denke ich. Ins Verbinden. Und da ist auf jeden Fall der Geschützwagen. Da sollten wir uns ein bisschen vorsehen. Und da steht einer direkt daneben. Ich hoffe, die sitzt da nicht drin. Dann wird uns hier gleich unangenehm mit, naja, eine unangenehme Überraschung bereiten. Da hinten ist noch einer. Den hatte ich vorhin schon gesehen. Aber leider nicht erwischt jetzt hier. Drei Kugeln für den ist fast ein bisschen zu viel. Gut. Na, kacke, drei Kugeln. Ja, so, schauen wir mal, ob wir die nächsten hier ausschalten können. Wir sollten jedenfalls nicht blind links reinstürmen. Und wir verändern mal die Position, dann wissen die nicht mehr, wo wir sind, hoffe ich. Ja, wir werden jetzt mal von der Seite aufrollen. Da ist noch einer. Ich glaube, das ist ja ein Süd, wenn wir mal uns aus der Richtung noch nähern. Die French ist recht ausgedehnt. Ich glaube, der ist erledigt. Großartig. Ja, schön. Und der Nies ist da direkt vor uns. Ja, ich glaube, der hat den gerade ein Zeichen eben, dass wir hier hinten ankommen. War jedenfalls so aus. So, machen wir das hier ganz entspannt und in Ruhe. Da oben auf dem Turm steht noch einer. Das ist natürlich ungünstig. Für ihn, hier zu treffen. Oh, das war schon mal sehr schön jetzt hier. Da vor uns ist direkt einer. Der möchte da durchs Tor kommen. Da soll er doch. Aber ich glaube, da ist die Schrotflinte ganz gut. Die zerfetzt nämlich halb das Tor. Und ihn dann mit. Ich glaube, das war's für ihn. So, der raubt keine Postkutschen mehr aus. Und tötet keine Unschuldigen mehr. Und dahin sind noch zwei, die da einfach
Wir werden in der Gegend rumlaufen. Und wir haben ordentlich große Camp hier aufgebaut, die Jungs. Oh, schauen wir mal, da ist ein weiterer. Oh, wir müssen mal das hier vorsichtig ausdünnen. Oje, das ist ja schön. Die stehen alle auf ihrem Haufen zusammen. Ist ja großartig. Und da kommt der nächste. Naja, wenn die so eine Sucht danach haben, oder Sehnsucht danach haben zu sterben, sollen sie mal machen. Oh, großartig. Und wir haben hier ordentlich Deckung. Da ist der nächste zu sehen. Mal sehen, ob wir den kriegen können. Und das ist schon erledigt. Großartig. Also die hat jetzt hier mindestens die Hälfte ihrer Bande schon mal eingebüßt. Ja, können sie gleich noch ein paar Gräber schaufeln. Nur wie passend. So, werden wir mal plündern hier. Mal sehen, ob wir noch irgendwen sehen können. Im Moment erstmal sehe ich keinen. Ist recht sicher, jetzt hier erstmal kurz so zu plündern. Ah, hier alle der Lobos. Naja, gut. Da liegt noch einer. Im Moment sehe ich erstmal keinen weiteren. Wir machen das Ganze in Ruhe und entspannt. Die junge Dame möchte scheinbar nicht abhauen. Oh ja, soll sie machen. Oder wird auch lassen. Mir ist das egal. Nur falls wir verfolgen, kein Problem. So, da vorne war eigentlich einer gerade zu sehen. Der hat sich da irgendwo versteckt. Naja, der wird so weit besser für ihn ist. Naja, dann besten sich mein Pferd nehmen sollen und abhauen. Na, nichts ist. Na ja, denn nicht. Gut, wir schauen mal weiter. Wahrscheinlich müssen wir noch in die Scheune am besten. Nicht, dass uns da dann noch was von hinten angreift. Hier ist erstmal keiner in der Nähe zu sehen. Da drüben rennt einer rum. Oh, ziemlich diesig hier. Da rechts ist einer. Der versteckt sich da. Das ist nicht gut. Aber man kommt nochmal rausstecken. Und da ist auch schon erledigt. Und da kommt von vorne einer. Ja, da lebt er noch. Er lebte. Entschuldigung. Okay. So, wir wechseln mal. Ne, wechseln mal nicht. Einfach nur nachgeladen, das reicht. So. Und der da hinten, der kriegt nochmal Kakano ab. So, da mal aufstehen. Dann ist da noch eine Kiste mit Munition. Oh, da steht der direkt einer neben uns. So, der soll mal gleich liegen bleiben hier. Oh, der ist ausgeschaltet. Und wir gehen auf jeden Fall nochmal rüber. Ja, da wir werden auf jeden Fall mal da die Sprengstoffvorräte erledigen. Und damit haben wir jetzt auch ihn ausgeschaltet, den da. Oh, ein bisschen viel hier los. Gut, wir werden mal hier die Position wieder verwechseln. Wechseln, nicht verwechseln. So, dann werden wir die da drüben mal ausschalten. Da ist auch noch einer da hinten. Ja, das sind so zwei. Ich glaube, da links war noch einer zu sehen. Ja, da ist der Hut zu sehen. Ja, ja, genau da. Sehen, jetzt können wir ihn kriegen. Oh, der steht direkt vor uns. Das ist nicht gut. Und soll er mal schön lassen. Freundchen, bleib hier. Oh, und die was zu tun hier. Und die, na, wo will er denn jetzt hin? Da drüben ist auch noch einer. Oh, wo hat er sie jetzt versteckt? Da hinten. Oh, das war jetzt aber ein bisschen ungünstig für ihn, dass er so einen weißen Hut trägt. Das hätte er mal nicht machen sollen. Oh, das ist so als... Naja, oh, für so ein Feuergefecht nicht gerade günstig. Okay, der hat ja schon den vierten Treffer überlebt, den dritten Treffer überlebt. Großartig. Uiuiui, ordentlich was los. So, ist der Kerl hier irgendwie vom Turm gefallen? Na ja, da liegt ihr, da können wir uns mal angucken gehen. So viel Zeit muss sein. Ja, keine Zeitbegrenzung hier, können wir die ganze Ruhe angehen machen. Oh, da ist doch noch einer. Mensch, Uffi schreckt hier die Kameraden. Oh, der steckt wohl hier hinter. Ja, gewisse Weiß, also eine gemeine Schusshöhe. Aber, oh ja. Auf jeden Fall hat er ordentlich getanzt. Und da hinten läuft noch einer auf dem Feld rum. Ich fasse ja nicht. Und der hat uns getroffen. Das fasse ich noch viel weniger. Oh, wir machen nochmal Boom. Vielleicht kommt er dann raus. Ja. Und hat jetzt wohl zum Anlass genommen. So, haben wir auf jeden Fall ein bisschen Deckung geraubt. Der steht da hinten aber immer noch. Der ist noch nicht erledigt. Jetzt traut er sich aber nicht mehr raus. Ich kann nur die Schulter sehen. Na gut. Jetzt hat er sich bewegt. Das war natürlich schlecht für ihn. So, wir gucken uns ja in Ruhe um. Da liegt nämlich noch einer, den wir gerade eben erschossen haben. Und hier ist noch eine weitere Stimme zu hören. Okay, da vorne ist einer. Den kann man auf jeden Fall... Naja, gut, ein Kakano ist ein bisschen günstiger. Ah, steht der nochmal auf? Ich glaube nicht. So, sehr schön. Gut, hätten wir das auch. Oh, und hier was zu tun hier. Müssen wir gleich mal mitzählen. Also, so hier schätzen sind über 30 schon gewesen. So, hier in der Scheune scheint keiner zu sein. Es würde uns was angezeigt werden. Aber ich glaube, wir waren jetzt hier schon recht gründlich. Wie ich den Eindruck habe, sollte man das auf jeden Fall mitmachen. Ich glaube, das bringt
Ja, und jetzt habe ich gerade was gehört, was sich stark nach Maschinengewehr anhört. Da steht auch einer am Maschinengewehr, das finde ich gar nicht gut. Ja, da ist da definitiv an wie Maschinengewehr. Das war sehr schnell und sehr schön sauber. Der steht ja schon wieder auf, der Kerl. Soll er mal lassen. Jetzt bleibt er liegen, großartig. So, wir müssen da hinten noch jemanden haben. Auf jeden Fall haben wir da noch eine Explosionskiste, eine Dynamitkiste. Oha, ja, das hatte ich befürchtet. So, das ist nicht gut. Also, jetzt ist der Schützturm definitiv aktiv. Und wir haben uns gerade ordentlich was eingefangen. Das finde ich gar nicht gut. Mal sehen, ob wir da noch was ausrichten können. Wir werden uns mal ducken. Ich hoffe, wir werden nicht erst spät. So, einen haben wir nochmal ausgeschaltet. Zum Glück haben wir ein bisschen Deckung. Also, wir werden auf jeden Fall mal für die Gelegenheit einen Schwarzbrand nehmen, dass unsere das aufgefüllt ist. Und jetzt haben wir, glaube ich, keinen mehr, wir haben, glaube ich, nichts mehr für unsere, naja, wir werden immer Kidney-Bohnen nehmen. Machen wir das mal auf die normale Art und Weise. So. Und ich hoffe, wir können an die rankommen. Wir sehen ja, ob wir die da oben treffen können. Bisher lässt sich das KK noch nicht aufschalten. Gut, wir haben aber einen guten Treffer verpasst. Mal sehen. Ja, trifft uns aber noch nicht. Okay, wir werden hier schon wieder getroffen. Eine ungünstige Position. Wir werden die mal wechseln gehen. Das ist, glaube ich, günstiger. Mal sehen, ob wir die aus einer anderen Richtung erwischen können. Ob wir da vielleicht irgendwann Explosive in ihrer Nähe haben. Muss mal versuchen, vernünftig anzuvisieren. Ich glaube, da könnte man sie treffen. Ja, da war das ganz kurz rot. Ein ganz kurzer Millimeter. Mal sehen, ob das funktioniert, dass wir so von hier aus schalten. Dann müssen wir sie halt töten. Oder auf jeden Fall durch die Schütze ausschalten. Das funktioniert ja, glaube ich. Okay, sie kann wohl nicht mehr atmen. Mal sehen, ob wir das jetzt irgendwie lösen können, das Problem. Mit dem Geschütz, das ist auf jeden Fall ziemlich tödlich. Und da sind wir ja hier, wo sie gewarnt. So, jetzt ist da nichts mehr, was rot wird. Ich hoffe, wir können uns da ein bisschen nähern. Das scheint doch das Letzte zu sein, was wir hier tun müssen. Und zum Glück, nee, da ist noch einer. Wenn wir bei denen kriegen können. Der ist auf jeden Fall ausgeschaltet. Oh, ist, nee, der ist nicht ausgeschaltet. Ich staune, was die Kerle hier aushalten. Ist ja unfassbar. So, wir können mal hier kicken, was der hier bei sich hatte, der hier am Geschütz war. Ja, nicht sinnvoll, hat 8 Cent. Das lohnt sich ja nicht. Das lohnt sich bücken ja nun wirklich nicht. So, wir sind weiterhin vorsichtig. Wie gesagt, ich kenne die Mission nicht. Also von daher, was soll man da irgendwie, tja, uns abmühen. Und das hier überstürzen. So, mal schauen wir mal. Sieht auch nur so aus, als wäre die gute Dame ausgeschaltet worden. Oh, das klingt doch gut. Mal sehen, ich glaube, wir können jetzt bloß noch ihre Leiche einsammeln. Tja, ich glaube, wir haben es. Schauen wir mal. So, hier hinten liegt jemand. Ein Goldzahn gefunden. Oh, ist sie jetzt abgehauen? Ich glaube, die haut gerade ab, die Dame. Das ist aber nicht gut. Die scheint sich hier entfernt zu haben. Aha, die ist da hinten irgendwo unterwegs. Das ist ja nicht gut. Na, das ist ja großartig. Ich habe Beauty schon mal herangerufen. Da ist ihre Spur. Großartig. So wie es aussieht, ist die da irgendwo lang. Und Beauty kommt hoffentlich gleich nach. Mal sehen, ob wir sie schon mal irgendwo erspähen können. Im Moment ist das nicht möglich. Da hinten scheint sie zu sein. Da hinten ist was rotet im Wald. Ne, das scheint aber irgendwas anderes zu sein. Ne, das ist bloß ein angeschlagener Baum sozusagen. So, wo bleibt denn jetzt Beauty hier? Da kommt sie. Ich glaube, wir müssen das um die Art lösen. Aber finde ich ja großartig, dass die jetzt abhaut. Aber mal sehen, dass wir sie kriegen können. Auf jeden Fall haben wir sie nie umgebracht mit der Geschichte. Damit haben wir noch eine Chance, sie auf jeden Fall leben zu kriegen. Wir werden schon mal den Lasso in die Hand nehmen. Mal sehen, ob wir sie jetzt hier finden können. Die ist so hier irgendwo lang. Oh, und sie ja wohl durch den Wald geschlagen. Mal gucken, ob sie auf dem Pferd unterwegs ist oder ob sie zu Fuß unterwegs ist. Wir werden es wohl gleich rausfinden. Kann nicht mehr so weit sein, denke ich. So weit kann die in der kurzen Zeit nicht gekommen sein. Da vorne läuft die gute Dame. Na, das ist aber ungünstig für sie, dass sie sich kein Pferd überhaupt hat. Waren da eben noch Pferde da? Oh, ich glaube, wir haben sie. Zack, da liegt sie. Tja, das ist Pech für sie. Was hat sie gesagt, von wegen, dass wir sie wie ein Tier behandeln würden? Na, wie hat sie denn ihre Opfer behandelt? So. Das hat aber ganz schön hier. Das muss ja nicht sein. So, dann werden wir die gute Dame mal fesseln. Na, hat sie aber ein hübsches Kleid hier ausgesucht für den heutigen Tag.
So, sie jetzt umbringen? Nee, das machen wir nicht. Das ist die falsche Ehre, die sie meint. So, wir werden hier sie auf Beauty Verstauen aufsetzen. Und dann werden wir uns auf den Weg zum nächsten Gefängnis machen. Ich denke mal, wir werden nach Strawberry reiten müssen. Oder zu einem Gefängniswagen. Mal sehen, wir kriegen auf jeden Fall Besuch schon. Das ging schnell. Ich möchte sie jetzt hier nicht schlagen. Ich möchte jetzt einfach nur die Kerle hier ausschalten, die jetzt hier kommen. Da kommt einer direkt schon neben uns. Oh, der ist ausgeschaltet. Und rechts ist der nächste. Ich glaube, wir sollten mal die Schrotflinte rausnehmen. Das könnte ein bisschen besser funktionieren. So, der verfolgt uns auch nicht. Der hat nämlich kein Pferd mehr. Oh, der ist erledigt. Nochmal mal Dead Eye. So, erledigt. Großartig. Wir laden nochmal die Revolver nach. Waren jetzt echt ein bisschen wenig Schuss drin. Da ist ja schon wieder einer. Alter, haufenweise Kerle für sich angeeuert. Bisschen schlecht hier mit den Bäumen. Komm, zu treffen da die Kerle. Ja, der will jetzt lieber abhauen. Ne? Das werde ich ihm aber auch hier raten. Die ganzen Kerle halten hier aber ein bisschen hart aus. Naja, sollen sie mal machen. So, wir reiten mal einen Meter. Oh, oh, der ist hier direkt neben uns. Das müssen wir auch nicht bekommen. Ja. Brauchen die aber viel Munition hier für die. So, oh, erledigt. Ne, da kommt schon wieder der Nächste. Die haben immer noch nicht kapiert, was besser für sie ist. Na, müssen die wissen. Jut, wir holen mal die Schrotflinte raus. Oh, wenn jetzt noch einer kommen möchte, soll er das tun. Na, kommt da schon. Oh, das ist ihm jetzt nicht bekommen. Eine volle Ladung Schrot ist nicht angenehm. So, wir werden mal kurz uns entfernen und mal ganz kurz einen Blick auf die Karte werfen, wo wir, eigentlich, wo wir sie hinbringen müssen. Ja, wie schon gedacht, nach Strawberry. Und dann werden wir auch mal auf den Wegen bleiben. Auch wenn es jetzt so aussieht, als sollten wir lieber direkt nach links reiten. Aber hier könnte das wirklich sinnvoller sein, sich in den Bergen, in die Länder nicht querfeldein zu bewegen. Hab jetzt gerade keine Lust, dass wir hier irgendwo stürzen. So eine Slapstick-Nummer müssen wir jetzt hier nicht einlegen, nachdem wir das doch so relativ sauber erledigt haben. So, kurz ein Stückchen zu reiten. Machen wir eine nette Partie hier durch West Elizabeth. Wunderschöner Ausblick hier über den Fluss. Großartig. Oh, was sind denn die entspannten Momente hier in Red Dead Online? Man hat so einen tollen Ausblick hier in diesen Kahn hier. So, wir passen aber mal auf den Weg auf. Hier ist nämlich eine Schlucht, so ein kleiner Graben gewesen und eine Brücke. Das hätte auch böse aussehen können, wenn mal der Herz irgendwie passt. Oh, ich hoffe, jetzt passiert hier nichts weiter. Ja, kann ruhig noch ein bisschen was passieren hier, bin ich der Meinung. Aber ich glaube, das war hart. Ich glaube, wir haben die ganze Bande erst ausgeschaltet. Na, mal sehen. Ich denke aber, wie gesagt, das war hart. Also können wir das hier ganz entspannt fortsetzen. Und nach Strawberry reiten. Mal schauen. Was wir denn machen. Aber auf jeden Fall die weitere, also jetzt die dritte Kopfgeldjäger-Mission, also die dritte legendäre Kopfgeldjäger-Mission sind wie abgeschlossen. Aber wir sollen ja den Abend, ja, man soll ja den Tag nicht vor dem Abend loben. Also auch nicht die Mission, bevor sie vorbei ist. Noch kann irgendwann schief gehen und wenn es nur der Discord ist, das wäre ja nur eine Variante. Ja. Oder wir werden ja von irgendwem angegriffen, ich sehe gerade, wir sind irgendwie aus dem defensiven Modus raus. Aber ich glaube, das geht nicht, ich glaube, das ist ja so eine Art Instanzierung. So, da haben wir das doch schon. Da sind wir am Büro von Sheriff. Großartig erledigt. If their neck breaks when you drop them in the cell, it still counts as alive. And this is yours. Sehr schön. Die haben wir abgeliefert und naja. Das, was er uns gesagt hat, dass wenn man die, wenn sie lebendig in der Zelle abgeliefert werden und sich dabei der Genick brechen, naja, dann auch als lebendig abgeliefert gelten. Das mussten wir ja noch nicht unbedingt machen. So, okay. Würde ich sagen, bleiben wir mathematisch gleich beim Gleichen. Schauen wir ganz kurz. Wir sind wieder aus dem Defensivmodus rausgeholt. Finde ich großartig. Also nicht. Also werde ich mal sagen, das sollten wir kurz umändern. Und das wieder zurückstellen. Ja, keine Ahnung, warum das passiert. War jetzt hier nicht von mir initiiert. Ihr habt es hier sehen. Also von daher.
Gut, haben wir das. Jetzt würde ich sagen, wir bleiben thematisch gleich beim selben Thema. Das heißt, wir werden eine weitere Kopfgeldjäger machen. Wieder eine 3-Sternchen-Mission auf jeden Fall. Auch wenn wir jetzt vor uns hier etwas hätten, was wir auch noch angehen könnten. Schauen wir mal ganz kurz auf die Karte. Und zwar könnten wir hier vor uns, ja, über das Wesen der Tiere eine Mission, die wir noch machen können, um weiteren Beruf bzw. eine weitere Rolle zu lernen. Möchte ich jetzt aber nicht machen. Ich möchte mich auf die Steckbriefe konzentrieren. Und da haben wir hier einen weiteren dritten. Schauen wir uns den Steckbrief als erstes an, bevor wir weitermachen und ihn annehmen. Da heißt es, tot oder lebendig, die Eingeweihten. Sie sind die Verantwortlichen für die plötzliche Welle an Entführung, Morden und Grausamkeiten in West Elizabeth. Überlebende ihrer ruchlosen Angriffe sprechen von ihrer Bestrebung, eine rätselhafte Initiierung in eine Bruderschaft der Häuter zu bestehen. Was diese Worte und die Grausamkeiten, die sie verüben, genau bedeuten, bleibt ungewiss. Okay, dann werden wir den Steckbrief mal auswählen. So, wir stellen schon mal auf Beauty und schauen mal, wo wir hin müssen. So, erledige oder fange die Zielperson. Die scheinen unterwegs zu sein. Gucken wir mal ganz kurz auf die Karte, wo wir hin müssen. Die sind da hinten auf der Straße unterwegs. Ich würde mal sagen, wir setzen uns mal hier hinten einen Wegpunkt. So, und dann werden wir dem mal folgen. So, dann einfach hier rechts über die Brücke und den schnell hinterher. Oh, da war ja ein bisschen knapp hier, der Kerl mit seinem Wagen. Da müssen sie sich rechts halten können, muss man nicht mittig über die Brücke fahren. Gibt's ja gar nicht. So, und wir werden auf jeden Fall wohl zwei Zielpersonen haben, wenn ich das richtig identifiziert habe. Mal sehen. So, versuchen wir die mal schnellstmöglich zu erwischen. Oh, scheint er ja nur ein Stückchen durch den Wald zu sein. Das ist ja nicht weit. Ich glaube, da vorne haben wir sie schon. Oh. Wir stehen direkt neben denen und die haben geschützt und die beschießen uns nicht. Das finde ich ja großartig. Und der Schütz ist ausgeschaltet. Und ich würde mal sagen, der da kann auch noch liegen und der da hinten braucht ja nicht erst weglaufen. Ja, wenn die zwei sind, dann können die ruhig liegen bleiben. So, wo sind jetzt die zweite Zielperson hin? Der rennt nicht mehr weg und der andere, der abgehauen ist, den werden wir jetzt noch verfolgen. So, der ist irgendwie da, die Berge hoch. Mal sehen, dass wir den jetzt noch kriegen hier. Kann ja nicht sein, dass der hier abhaut. Ah, na großartig. Na gut, hätten wir wohl vielleicht mit einer Dynamitstange draufhauen sollen, sozusagen. Gut, dann war das eine kurze, schmerzlose Angelegenheit hier. Naja, schmerzlos war das vielleicht nicht für die. Naja, wir waren zumindest gnadenvoll und haben es schnell gemacht. So, wir haben den Eingeweihten gefunden. Wir haben eine goldene Gürtelschnalle bei ihm gefunden. So, dann können wir den Kerl hier auf Beauty packen. Oh, wenn das irgendwie sich machen lässt, ja, jetzt hier, das stand eh 1 Zentimeter zu weit weg. So, jetzt können wir mal gucken, ob wir noch irgendwie looten können. Ja, ich scheine schon wieder alle despawned zu sein, das ist natürlich großartig. Das macht immer Spaß, wenn einem der Loot geklaut wird. Na egal, gut, beschweren wir uns mal nicht. Und wir sollen den Kerl zum Sheriffsbüro von Storbury bringen. Wir haben es nicht mal geschafft, bis zu unserem Wegpunkt zu kommen. Tja, deswegen wird uns jetzt auf der Karte noch die rote Wegmarkierung angezeigt. Na, das war ja nur eine ganz kurze Mission hier. Ich hätte gerne mit dir rechnet, dass das so schnell und flüssig hier geht. Oh ja, schade, dass der Innekerl abgehauen ist. Oh, den werden wir uns dann beim nächsten Steckbrief irgendwann holen. Ja, kein Problem, der entkommt uns schon nicht. Irgendwann ist er fällig. Auf jeden Fall weiß er, dass ihm jemand auf den Fersen ist. So, und wir sind zurück in Strawberry und ich sehe gerade, wir müssen dringend, wenn wir die Mission abgeschlossen haben, unser Outfit wechseln. Das geht ja nicht, das sieht ja schlimm aus hier. So, jetzt haben wir den hier draußen einfach irgendwo vor das Sheriffsbüro werfen. Naja, der für den toten Kadaver war da ohne Unmengen drin haben, der Sheriff. Oh, kann man auch irgendwie verstehen. Oh, packen wir ihn hier vor der Türe. So. Well now, there's one corpse I'm glad to see. Here's your due. Sehr schön, hätten wir denn ja 33 Kopfgeldjäger Experience gemacht und 8 Dollar dafür kassiert. Naja, der deckt ja kaum die Ausgaben für Reinigung und für die Munition, die wir verschossen haben. Naja, gut. War auch eine ganz kurze Mission, das ist also kein Wunder. Ist die Ausbeute also durch die Missionszeit auch recht gering. So, würde sagen, wir wechseln mal auf ein anderes Outfit. Wir werden heute mal hier auf die Reisende wechseln.
Tun wir mal so, als wären wir hier unbedarfte Reisende. Ja, und dann sind wir hier in Strawberry jetzt so fertig. Oh, ich sehe gerade, also Beauty Bar auch noch. Kurz ein ganz kleines bisschen Pflege, die geht ja nicht, dass sie da hinten so blutig aussieht. Das ist ja nicht schön. So, striegeln wir so mal. Wir müssen eigentlich, ne, ich, ja, ich glaube, jetzt ist es weggegangen gerade noch so. Ja, ich glaube, wir müssen das nochmal wiederholen. Ja, jetzt sieht sie wieder gut aus. Sehr schön. Gut, dann soll es für heute, wie gesagt, gewesen sein. Hier jetzt dann beim nächsten Mal in Strawberry weiter. Und dann schauen wir uns das hier an, weswegen man uns hierher schickt. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder mit dabei, wenn es hier, wie gesagt, mit Red Dead Online weitergeht. Bis dahin, macht's fein. Ciao, ciao und bis bald.